Hallo und herzlich willkommen zum ersten Halbfinale von Jurassic Battle. Und heute kämpfen gegeneinander der Suchomimus gegen den Velociraptor. Die beiden sind hier auch super aufgelistet, übereinander, untereinander, wie man es nennen möchte. Und ich habe da leider schon eine kleine Befürchtung, muss ich sagen, weil wir hatten ja schon mal das Duell, glaube ich, der Baryonyx gegen den Velociraptor. Und diese beiden Kontrahenten wollten ja nicht gegeneinander kämpfen und dann mussten wir uns ja eine Alternativlösung einfallen lassen. Falls diese beiden jetzt auch nicht gegeneinander kämpfen möchten, dann machen wir das natürlich auch wieder auf irgendeine Alternativlösung. Mal schauen, ob wir da was Faires finden. Aber egal. Also ich erkläre erstmal die Regeln fürs Halbfinale. Wir werden jetzt auf jeden Fall jedem Halbfinalisten noch eine Modifikation zulosen, weil die Dinosaurier haben natürlich noch die Modifikationen vom Viertelfinale. Die bleiben ja auch beibehalten, Entschuldigung. Und ich würde sagen, wir gehen mal ins Genom und dann erkläre ich euch mal, wie wir das machen. Wir werden gleich wieder unser Rad drehen. Diesmal aber nur zweimal, weil wir den Halbfinalisten nur noch eine zusätzliche Modifikation zulosen. Und Stränge, wo schon eine Modifikation drin ist, das heißt hier beim Suchomimus zum Beispiel dieser Strang, das sieht man in dem Stift hier oben, da hat er schon starke Heilung 3.0. Und dieser Strang, die werden nicht mitgezählt. Das heißt, die können nicht überschrieben werden. Das heißt, wir gehen nur in einen dieser freien Stränge, dass er auch auf jeden Fall noch eine zusätzliche Modifikation dann bekommen wird. Und ich würde sagen, das Ganze machen wir jetzt einfach mal. Ich rufe mal eben unser Rädchen hier auf. Da haben wir es. Und dann drehe ich das Rad zweimal diesmal nur. 9. Und die 2. Ich habe diesmal gar nichts zu schreiben, aber ich denke mal, diese beiden Zahlen kann ich mir merken. Und dann blende ich das Rad aus. 9 und 2, das muss ich mir einprägen. So, und dann fangen wir an zu zählen. Ganz normal, aber wir überspringen diese beiden Stränge. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebenserwartungsstrang. Sehr, sehr interessant. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. So, was war jetzt die letzte Zahl? Die 2 war das, ne? Genau, und eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen. Diesen ersten, das ist ja immer keine Modifikation, das will ich halt gerade vermeiden, den zählen wir auch nicht mit. Das heißt, wir fangen erst hier an zu zählen. 1 und 2. Das heißt, er bekommt eine Reaktionsgeschwindigkeit 3.0 Modifikation, bringt 15 Angriff dazu und das ist, denke ich, gar nicht schlecht. Das wenden wir an und damit hat der Suchomimus einen Endwert von Angriff 112 und Verteidigung 55. Das ist wirklich schon eine Hausnummer. Also das kommt, glaube ich, schon an den Indominus Rex ran. Also für so einen Suchomimus ist das schon echt eine krasse Sache. Und ich würde sagen, ich brüte ihn aus. Das können wir mal eben schnell anschmeißen. Ausbrüten 2,677 Millionen. Und wenn er dann fertig ist, beziehungsweise wir müssen erstmal den Velociraptor machen, das machen wir jetzt mal eben schnell, bringe ich euch zurück. So, damit sind wir beim Velociraptor angekommen und der hat eine Aussehensmodifikation bereits und eine Angriffsmodifikation, besonders effizientes Blut. Und wir losen hier natürlich jetzt auch noch eine weitere Modifikation hinzu und dafür rufen wir unser Rädchen auf, drehen das Ganze zweimal und dann machen wir das mal eben. Die 4 und nochmal die 4, das kann ich mir sehr gut merken. Wir fangen an zu zählen, zählen wieder nicht die mit, die wir schon haben. Das heißt, 1, 2, 3, 4 sind damit in einem... Oh, entschuldigt mal, ich habe das Rad vergessen auszublenden. So, also ich zeige es euch nochmal. 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir es. Jetzt seht ihr es, wir sind damit in einem Angriff, Genomstrang. Der Suchomimus ist sogar gerade fertig geworden, wie ihr seht. Und davon die 4. Das heißt, wir zählen den ersten wieder nicht mit. 1, 2, 3, 4. Aggressives Verhalten 3.0. Das ist eine sehr, sehr gute Modifikation. Die macht ihn auch aggressiver. Vielleicht hilft das, dass die beiden dann auch im Endeffekt gegeneinander kämpfen. Wir werden sehen. Bringt auf jeden Fall 14 Angriffspunkte und 14 Verteidigung dazu. Das ist wirklich eine der besten Modifikationen, die man bekommen kann, glaube ich sogar. Also sehr, sehr gut für den Velociraptor. Ich würde sagen, das wenden wir an. Und dann sind wir auf einem Endwert von 85 im Angriff und 30 Verteidigung. Ist natürlich bei weitem schlechter als der Suchomimus von den Werten. Aber der Velociraptor kann das, denke ich mal, mit Intelligenz und Geschwindigkeit und so weiter ausgleichen. Er hat natürlich auch ein bisschen den Nachteil, dass er kleiner ist. Aber wir werden sehen. Vielleicht kämpfen die beiden ja auch gar nicht und dann gibt es ein Alternativ, so ein Alternativwettbewerb. Naja, wir werden sehen. Ich bringe euch gleich zurück, wenn das Ganze hier losgeht. Bis gleich. Thank you.
der Suchomimus. Er gehörte zur Gattung des Spinosaurus und lebte in Afrika. Sein Name bedeutet Krokodilsnachahmer und leitet sich von seiner Schnauze ab, die an die eines Krokodils erinnert. Diese Schnauze eignet sich besser zum Zerkleinern von Fischen, anstatt zum Erlegen von größeren Landsauriern. Für diese Gattung ist nur eine einzige Spezies bekannt und im Gegensatz zum Spinosaurus fehlt dem Suchomimus das große Rückensegel. Er wird bis zu 2,7 Meter groß, 6 Tonnen schwer und bis zu 11 Metern lang. Der Velociraptor, oft auch nur Raptor genannt. Velociraptor bedeutet schneller Räuber. Er lebte und jagte in Rudeln mit bis zu 5 Artgenossen. Zu seiner Beute zählten auch größere Beutetiere, die er gemeinsam mit seinem Rudel erlegte. Er war ein äußerst intelligenter und effektiver Jäger und setzte seine scharfen Hand- und Fußkrallen ein, um seine Opfer zu töten. Mit einer Höhe von 1,70 Meter, einem Gewicht von 150 Kilo und einer Länge von 3,9 Metern zählt er eher zu den Fliegengewichten in diesem Wettbewerb. So, ich wollte jetzt gerade die beiden wieder umbenennen in ihre richtigen Namen. Die beiden haben ja schon jeweils einen Besitzer. Aber da ist mir aufgefallen, dass wir hier sogar noch jemanden in unserer Arena hatten, und zwar den guten Melvina, den Allosaurus. Den habe ich jetzt schon betäubt. Den fliegen wir jetzt mal ganz schnell hier raus. Na, verkaufen wir einfach mal. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg. So, tschüss Melvina. Und dann benenne ich die beiden natürlich noch schnell um in ihre jeweiligen Besitzer. Das war zum einen der gute... Oh, der Suchomimus hat auch wirklich eine schöne Maserung. Der gute Tim Vollbrecht war das. Ja. Oh, immer vertippe ich mich bei deinem Namen. Was ist denn los? Vollbrecht. Jetzt habe ich es richtig. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich mich auch schon vertippt. Und beim Velociraptor war das... Wo ist er denn? Na, wo steckst du? Velo. Nicht verstecken. Oh, da oben. Okay. Der Velociraptor hat hier wirklich noch Besuch vom Allerfeinsten, wie ihr seht. Da liegt noch einer. Oh, falscher Knopf. Na, das ist hier super vorbereitet. So, den bringen wir auch noch raus. Wer ist denn das hier? Der Primer LPP liegt da auch noch. Betäubt schon. So, den Velociraptor. Das war... Da ist er. Der Velociraptor, das war Wolf Girl 2306. Also, Tim Vollbrecht gegen Wolf Girl 2306 in unserem ersten Halbfinale. Ich bringe euch gleich zurück, wenn es losgeht. Tim versus Wolf Girl. Suchomimus versus Velociraptor. Werden die beiden jetzt hier kämpfen? Ich bin sehr gespannt. Sie scheinen hier auf jeden Fall. Oh! Kämpfen sie jetzt? Sieht mir fast danach aus, oder? Nee, die haben sich nur ein bisschen angemeckert oder sowas. Ach, schade, schade. Ich glaube, das hatten wir beim Baryonyx genauso. Also ich werde denen auf jeden Fall noch ein bisschen eine Chance geben. Ihr seht schon, ich habe die auf einen relativ engen Raum eingesperrt. Nur mit Wasser, ohne was zu essen. Ich weiß nicht, ob die beiden kämpfen werden. Aber ich habe da schon was im Kopf, was wir sonst als Alternativwettbewerb hier machen, um einen Sieger hier zu ermitteln. Ich würde sagen, ich bringe euch auf jeden Fall gleich zurück, wenn ich das Ganze noch ein bisschen beobachtet habe hier. Ja, Leute, die beiden kämpfen leider nicht gegeneinander, so wie es auch absehbar war. Die beiden haben sich schon angefreundet und leben jetzt gemeinsam hier in dem Gehege. Aber ich habe mir natürlich was überlegt, was wir jetzt machen werden. Und zwar habe ich hier vorne... Ich zeig's euch mal. Ja, einige Menschleins oder Besucher eingesperrt in einem Gehege. Das sollten mehrere hundert sein. Sieht jetzt gerade echt nicht so viele aus, aber eigentlich sind echt fast 1000 Leute in die Schutzräume gegangen und die habe ich dann geöffnet. Ich glaube aber irgendwie, dass nicht alle wieder rausgekommen sind aus den Schutzräumen. Ist ja auch egal. Aber ihr seht schon, wenn die so auf dem Haufen stehen, das summiert sich schon ganz schön. Also es werden auf jeden Fall
über 100 sein. Also ich denke sogar noch mehr. Und wir werden gleich die beiden jeweils, sagen wir, 4 Minuten in dieses Gehege lassen. Und wer davon mehr Besucher, das klingt jetzt makaber, killt, der kommt dann eine Runde weiter. Also in 4 Minuten, wer mehr Besucher platt macht von den beiden, kommt hier ins Finale. Ich hoffe, das ist eine faire Regelung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich bringe euch zurück, sobald der erste Kontrahent hier in diesem tollen Besucher-Fressgehege landen wird. Der Suchomimus alias Tim Vollbrecht ist jetzt hier im Landeanflug. Und die Zeit, also die 4 Minuten, die starten, sobald eine Dinosaurierbedrohung ausbricht. Das heißt, sobald Tim auch wirklich auf die Besucher losgeht. Und ihr werdet sehen, das wird ja aufblinken auf dem Bildschirm. Und ich muss dazu sagen, ich habe das Gehege noch versucht, ein bisschen kleiner zu machen. Und tatsächlich sind irgendwie nicht mehr ganz so viele Besucher hier drin. Ich habe keine Ahnung, wie die rausgekommen sind. Ich habe an sich niemanden freigelassen oder so. Es sieht zumindest aus, als wenn es weniger sind. Vielleicht stehen die auch alle ineinander. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Zeit startet, sobald die Dinosaurierbedrohung ausbricht. Ihr seht schon, jetzt, das sind doch noch recht viele, wie ihr seht. Die standen alle ineinander. Und jetzt geht hier die große Panik los. Seht ihr es? Da hinten tümmeln sich welche, da tümmeln sich welche, da tümmeln sich welche. Okay, das sind echt noch recht viele Besucher. Das sah nur gerade echt wenig aus. Tim schreit jetzt hier erstmal rum. Er wird jetzt wahrscheinlich auch erstmal eine Zeit brauchen, um sich hier zu orientieren. Aber vielleicht geht er jetzt auch direkt auf die Besucher los. Aber sobald dieses Zeichen aufblinkt, Dinosaurierbedrohung, dann startet die Zeit von 4 Minuten. Dann geht's los. Dann werden wir sehen, wie viele Besucher Tim hier erledigen kann. Dinosaurierbedrohung. Und damit startet die Zeit für Tim Vollbrecht. 4 Minuten ab jetzt. Und jetzt geht's hier los. Jetzt muss er so viele Besucher niedermachen, wie er kann. Seht euch da hinten die Menge an. Da müsst ihr nur noch einmal da reinrennen und dann wäre hier vorbei. Auf jeden Fall macht er hier schon mal den ersten Besucher platt. Und hat damit 1 auf seinem Counter. Rennt jetzt aber... ich weiß nicht. Er ist noch unentschlossen. Scheint jetzt erstmal zu trinken. Oh, das kostet wertvolle Zeit hier. Das ist ganz und gar nicht gut. Das hätte er mal vorher machen sollen. Er hätte sich jetzt auch echt ein bisschen Zeit gelassen. Ich schätze so 4 Minuten oder so, bis er dann wirklich diese Dinosaurierbedrohung gekommen ist. Jetzt geht er da vorne in die Masse. Was heißt Masse? Die kleine Menschenmenge da. Wird er da irgendwas reißen können? Oder? Er rennt jetzt auf jeden Fall auf die zu. Steht jetzt vor ihm direkt. Oh mein Gott, guckt euch das an. Oh nein, jetzt dreht er um. Und schnappt sie sich nicht. Das ist ärgerlich. Gleich 2 Minuten verstrichen. Tim, wie sieht's denn bei dir nahrungstechnisch aus? Halb. Okay. Es scheint jetzt hier anzufangen zu regnen. Vielleicht macht ihn der Regen ja noch ein bisschen wütender. Na los, Tim. 1 reicht nicht. Dinosaurierbedrohung. Okay, jetzt geht's wieder los. Jetzt läuft er auch in die Richtung, wo er hin sollte. In die Menschenmasse. Wenn er da jetzt mitten reinläuft und alles niedertrampelt, dann kann er hier ordentlich Kills sammeln. Na los, Tim. Jetzt sind sie alle versammelt. Schlag zu. Junge, schlag zu. Meine Güte, ist das hier spannend. Wird das jetzt hier nutzen? Aber die Leute flüchten. Und er dreht rum. Nein. Das ist nicht gut. Gleich sind die Leute alle weg, Tim. Beeil dich. Renn sie platt. Jawohl, da macht er die ersten. Und noch welche. Aber er hat jetzt hier keinen gefressen oder sowas. Aber er hat hier welche erlegt. Wenn mich nicht alles täuscht, waren das 4 Leute. Ich hoffe, das können wir nachher auch nachgucken. Das heißt, er ist jetzt bei 5. Hat noch 1 Minute. Und 2 Sekunden auf der Uhr. 5 ist schon gar nicht schlecht. Er hat hier wirklich seine Masse ausgenutzt, ist einmal reingelaufen und hat die niedergemäht. Oh, jetzt geht er in die Menschenmasse. Jetzt geht's hier rund. Jetzt ist hier Rambazamba. Die Menschen kriegen Panik und rennen alle gegen ihn. Und damit macht er... Er stellt sich einfach nur hin und macht eine Massenvernichtung. Heilige Mutter, guckt euch das an. Das sind ganz schön viele. Ohne einen gefressen zu haben davon. Das war... verdammt klug. Und diesen Vorteil hat der Suchomimus gegenüber dem Velociraptor. Die Masse, das Gewicht, die Größe. Und er nutzt es hier vollkommen aus. Er stellt sich einfach in den Weg und die Besucher macht er platt. Jetzt, ich weiß echt nicht, wie viele Besucher er jetzt platt gemacht hat, aber es sind unzählig viele jetzt schon. Und da macht er die nächsten platt. Wieder 2 Stück. Hat noch 10 Sekunden und macht hier noch einen platt. Noch einen. Er mäht jetzt hier förmlich durch. Die Zeit ist aber gleich vorbei.
Die Zeit, die stoppt jetzt. Und jetzt müssen wir eigentlich nachgucken. Ich hoffe, er macht jetzt hier keinen mehr platt. Wo ist das denn? Menschen getötet, eins steht da nur. Aber das können wir nicht zählen. Die er platt getrampelt hat, die zählen natürlich auch dazu. Wir werden sehen, ob der Velociraptor ein annähernd gutes Ergebnis macht. Sonst haben wir einen Gewinner. Und ihr seht schon, die Menschen haben Panik pur. Ich würde mir jetzt gerne nochmal angucken, wie er hier durchmäht, bevor ich jetzt hier beende. Weil er scheint hier gerade echt richtig gut durchzulaufen. Na komm, gib Gas, Tim. Und da mäht er welche nieder. Und die nächsten. Und mit der Schnauze. Und da schnappt er sich ein. Boah, ihr seht schon, der Tim ist wirklich ein Killer. Also, ich glaube, das wird ganz, ganz schwierig für den Velociraptor. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau nachziehen soll. Ihr habt ja gesehen, wie viele da umgekippt sind. Aber wir werden erstmal sehen, wie sich der Velo hier schlagen wird. Und ob wir da überhaupt nachziehen müssen. Auf jeden Fall sehr, sehr gut von dir, dieser Run. Ganz am Ende hast du es dann wirklich noch gedreht, lieber Tim. Herzlichen Glückwunsch dafür auf jeden Fall schon mal. Und jetzt ist der Velociraptor an der Reihe. Bis gleich. Der Velociraptor wird jetzt hier eingeflogen ins Besuchergehege. Der Velociraptor ist Wolfgirl. Und Wolfgirl hat natürlich die gleichen Bedingungen. Sobald hier die Dinosaurierbedrohung losgeht, startet die Zeit von 4 Minuten. Und ich bringe euch zurück, sobald dies der Fall ist. Bis gleich. Dinosaurierbedrohung. Die Zeit startet ab jetzt. Es geht los. Wolfgirl legt jetzt los. Velociraptoren sind echt coole Dinosaurier. Und in Jurassic World Evolution ist der auch echt nice gemacht. Also die ganzen Bewegungen, die Geräusche. Oh, kann er hier die ersten platt machen? Na, kann er noch nicht. Aber hier schnappt er sich die erste. Sein erstes Opfer. Und damit hat Wolfgirl den ersten Besucher eliminiert. Es geht hier weiter. Sieht aus wie eine Polizistin oder sowas. Oder Parkwärterin. Keine Ahnung. Oder Besucherin. Wer weiß das schon. Na, nicht schreien. Loslegen, mein Freund. Du musst dich jetzt in die Menschenmasse stürzen, damit du es hier gegen Tim Vollbrecht noch schaffen kannst. Also er muss wirklich, wirklich reinsprinten in so eine Menschenmasse und einmal durchmähen, so wie der liebe Tim. Ansonsten hat er hier, glaube ich, nicht viel Chancen. Denn ein Viertel der Zeit ist jetzt schon verstrichen auf der Uhr. Ich meine, wenn er da jetzt reinmäht, da hinten in die Besuchermasse, dann ist hier richtig was los. Dann kann er richtig Kills machen. Ihr seht, er guckt euch die Menschenmasse an. Ja. Der Velo, da hinten läuft er, die Menschen voll in Panik. Ja. Eieiei, wenn er hier einmal durchmäht. Er müsste nur einmal hier reinspringen mit seinen scharfen Klauen. Da könnte er sicherlich 10 bis 15 Leute umreißen mit einmal. Wenn er das denn hier macht, aber er brüllt da hinten rum, läuft jetzt weg. Na los, Wolfgirl. Du hast gleich die Hälfte der Zeit um. Du musst jetzt zusehen. Ich meine, der Tim, der war am Anfang genauso zögerlich. Aber er hat natürlich auch mehr Masse und so weiter. Das hast du nicht. Und deswegen solltest du jetzt wirklich zusehen und dich beeilen. Zeig, wie bedrohlich du bist, Velociraptor. Kann sie jetzt hier noch einmal durch die Menschenmasse durchmähen und vielleicht doch noch ins Finale vorrücken. Es geht hier wirklich um viel. Also, Velociraptor, streng dich an. Jetzt einmal da durch die Menschenmasse. Dann kannst du es noch schaffen. Aber das musst du jetzt tun. Du hast nämlich nur noch 15 Sekunden Zeit. Das sieht sehr, sehr gut aus für dich, lieber Tim. Ich glaube, du wirst ins Finale vorrücken. Falls der Velo dich jetzt hier ganz, ganz schnell in diese Menschenmasse springt. Aber das sieht mir nicht danach aus. Die 4 Minuten sind um. Und damit hat der Velo eindeutig dieses Duell gegen den Suchomimus alias Tim Vollbrecht verloren. Damit bist du leider ausgeschieden, liebes Wolfgirl. Aber trotzdem danke, 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 dass du hier teilgenommen hast. Es fängt jetzt auch an zu regnen, passend zu der Trauer, dass du ausgeschieden bist. Und lieber Tim Vollbrecht, du bist weiter mit dem Suchomimus. Herzlichen Glückwunsch, du rückst ins Finale vor. Und falls du im Finale gewinnen solltest, dann gewinnst du ja auch ein schönen Preis in echt und ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen. Vielen, vielen Dank an euch alle, die hier mitgemacht haben an diesem Format. Und falls euch das Ganze gefällt bzw. gefallen hat, lasst mir doch ein Feedback da in den Kommentaren oder ein Like. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Damit verabschiede ich mich.
bis zum nächsten Halbfinale. Macht's gut, Leute. Euer Dandy.